Hannover wollen Ex-Mr. Germany Almondi Rose und Fußballreporterin Phyllis Kotsch heiraten und alles besser machen als Phyllis' Eltern, die sich früh scheiden ließen. Hallo. Na? Hallo. Ist Papa da? Ja. In diesem Haus ist Phyllis aufgewachsen. Seit 6 Jahren wohnt sie mit Almondi hier zusammen. Ihre 2-jährige Tochter Bella Sky erkennt ihre schönen Eltern neuerdings schon auf Fotos. Darfst du da oben drauf stehen? Eigentlich Papa das nicht. Erlaubt? Ja, Papa erlaubt immer alles. Ja. Weißt du, wer das ist? Papa. Wo ist Mama? Da. Und wo noch? Da. Wow. Die ehemalige Profifußballerin und ihr Modelmann sind seit 6 Jahren ein Powerpaar. Die 30-jährige Phyllis ist jetzt als Fußballmoderatorin erfolgreich. Almondi kommt aus einer Familie voller Schönheitskönige. Der Antrag war ganz besonders. Ich habe in meiner Amtszeit eine wunderschöne Frau kennengelernt. Und ja, die ist gerade hier unter Ihnen. Im vergangenen Jahr geht Almondi bei der Miss Germany-Wahl vor seiner Phyllis auf die Knie. Schatz. In dieser Familie ist das Beauty-Gen daheim. Die 2-jährige Tochter Bella Sky macht das Glück perfekt. Bella war 100%ig ein Wunschkind. Ich habe zu dem Zeitpunkt ja noch in der Türkei Fußball gespielt, in der ersten Liga dort. Und wir haben gesagt, wenn ja, diese Zeit hier abgelaufen ist, quasi, wenn die Saison zu Ende ist, wollen wir gerne ja, ein Kind machen. Und dann war gleich auch der erste Schuss ein Treffer. Also wir haben dann quasi gesagt, okay, ich setze jetzt alles ab. Und ich glaube, 3 Wochen danach war ich dann schwanger. Also Schöneres gibt es gar nicht. Schon in 3 Wochen ist ihre Hochzeit. Zwischen Shootings und TV-Terminen hatten die beiden allerdings kaum Ruhe zum Planen. Jetzt drängt die Zeit. Ringe müssen natürlich auch besorgt werden, sind noch nicht besorgt. Also ich bin doch eher so einer, der das alles auf den letzten Drücker macht. Also ja, ich werde das aber schon schaffen. So viel zu seinem Organisationstalent, ne? Weil er ja so gut organisiert ist. Ja, letztendlich schaffe ich sowieso immer wieder. Also daher klappt das schon. Bella freut sich. Mama und Papa heiraten. Eine befreundete Hochzeitsplanerin schickt Infos, die das Paar nervös machen. Doch das wird nicht das einzige Problem werden. Guck mal, was hier steht. Mit Liebe verpackt von deiner Freundin und Hochzeitsplanerin. Kim, I love you. Oh, das ist ja süß. Sie meinte, hier finden wir alles, was wir eigentlich für unsere Hochzeitsplanung brauchen. Die Box ist für Paare, die ihre Hochzeit 1 Jahr im Voraus planen. Phyllis und Almondi haben nur 3 Wochen. Was war das, haben wir jetzt 9 oder 12 Monate vor der Hochzeit? Ach so, ja, ja, bei uns ist das jetzt alles, da kannst 6, du dir 1 bis 3 Monate vor der Hochzeit kannst du dir da irgendwie merken. Schatz, guck mal, Rahmenprogramm. Frage, Feuerwerk, Candybar, Walking Act, welches Rahmenprogramm soll es geben? Ja, haben wir eigentlich Feuerwerk? Warum Feuerwerk? Weiß nicht, haben wir ein Feuerwerk? Ja, können wir uns überlegen. Also ich finde das nicht schlecht. Ist halt noch ein Punkt mehr auf dem Zettel, ne? Ich weiß nicht, ob man das auch irgendwie absegnen muss. Wegen der Flugzeuge oder so. Ja, nächste Frage, DJ oder Band? Viel steht noch nicht. Zumindest über die Optik hat sich der schöne Almondi schon Gedanken gemacht. Das Motto ist bei uns Boho Vintage. Ja, es ist so ein bisschen Landhausstil, alternativ. Nicht zu übertrieben, nicht zu glatt und so weiter. Es sollte halt schon gemütlich sein für alle. Also mir ist am wichtigsten, dass sich jeder wohlfühlt, dass jeder diesen Moment auch mit uns genießt, jeder sich auch in uns hineinversetzen kann und auch die Liebe, die wir füreinander empfinden, auch mitempfindet in diesem Moment. Für Phyllis ist Familienfrieden das Wichtigste. Sie kommt aus zerrütteten Verhältnissen. Ihr Vater Savas lernt Mitte der 80er Jahre als Profikicker bei Hannover 96 Mutter Andrea kennen. Die Ehe zerbricht. Phyllis und ihre Schwester Jelis wachsen bei der Mutter auf. Trotzdem spielt der Vater immer noch eine große Rolle. Mein Papa bedeutet mir sehr viel. Und mir ist auch Harmonie und Liebe sehr, sehr wichtig. In der Vergangenheit war es nicht immer sehr harmonisch und auch manchmal nicht so liebevoll. Deswegen möchte ich jetzt auch mit meiner eigenen Familie alles besser machen. Also ich habe auch schon einige Sachen mitbekommen, wo es ein bisschen kritisch wird, weil einige Familienmitglieder Probleme mit anderen haben.
Letztendlich habe ich zu Phyllis gesagt, weil ich das am Rande mitbekommen habe, dass es unsere Hochzeit ist. Es geht nicht um deren Person, sondern es geht um uns als Person. Und wenn die mit uns gerne das Ganze feiern möchten, dann sind sie natürlich gern eingeladen. Ansonsten können sie auch gern zu Hause bleiben. Sprengt der Familienstreit die Traumhochzeit? In Hannover planen Phyllis Kotsch und Almondi Rose ihre Traumhochzeit. Gemeinsam mit ihrer und Almondis Mutter und ihrer Schwester Jelis wartet Phyllis auf ihren Vater, der schon für viele Familienturbulenzen gesorgt hat. Damit es beim Fest nicht zum Eklat kommt, hat Phyllis die Familie zum Probeessen eingeladen. Dieses Treffen könnte allerdings mächtig schiefgehen. Wir hatten noch nie wirklich so ein Familiendinner, wo dann auch mein Papa dabei war, du dabei warst. Ne? Dann kommen ja noch die Trauzeugen, also Jelis ist ja meine Trauzeugin. Sunny, Almondis Bruder, ist ja der Trauzeuge von Almondi. Also die werden ja heute alle da sein. Und deswegen bin ich gespannt, was da für tolle Gespräche sich heute auch entwickeln. Einer, der noch für Gesprächsstoff sorgen wird, ist Phyllis Vater Savas. Nach 20 Jahren Rosenkrieg ist er sich immer noch nicht grün mit seiner Ex, Phyllis Mutter Andrea. Im Auto. Oh, Andrea. Zur Feier des Tages, ne? Ja, ne? Hallo. Hallo. Na, alles Hallo. Gut? Alles gut, danke schön. Schick sieht dir aus. Ja, gleichfalls. Ich hab ein bisschen geschwitzt. So, ja, es ist auch so warm, ne? Ja. Ja. Ja, die anderen Männer sind noch nicht da, die kommen gleich. Kann ich sie mal haben? Damit die beiden Ex-Partner sich nicht wieder streiten, hat Phyllis die Runde bewusst groß gewählt. Für alle ein diplomatischer Eiertanz. Also ich habe da jetzt nicht so viel mit von mitgekriegt, aber ich weiß nur, dass, ja, dass es immer, immer schade ist, wenn natürlich Ehen nicht mehr bestehen und natürlich alle sich sehr, sehr gut verstanden haben. Man hat ja mal eine Ehe geführt und es ist immer wichtig, dass man auch den anderen immer noch mal akzeptiert. Nach der Trennung der Eltern leben Phyllis und ihre Schwester bei der Mutter und leiden. Phyllis hat sehr viel mitbekommen, auch wenn er es jetzt verdrängt, was er gemacht hat, wie er es gemacht hat. Aber es sind jetzt über 20 Jahre ins Land geflossen und die Mädchen sind jetzt erwachsene junge Frauen. Und im Endeffekt kann ich nur stolz auf mich sein, dass ich das so toll hingekriegt habe, ohne seine Hilfe, ohne seine Unterstützung. Vielleicht holt das jetzt nach und merkt, was er versäumt hat. Oder der Beziehungssprengstoff geht schon heute hoch. Wie läuft das erste gemeinsame Essen in dieser Familienkonstellation? Der Aperitif ist noch nicht serviert, da fangen Mutter und Vater schon an, sich gegenseitig zu provozieren. Ja, bitte. Ja, du brauchst das. Oder jetzt, ich möchte, ne? Eigentlich jetzt erstmal zum Anstoßen. Entschuldigung. Okay, mit, ne? Ich habe mit ihm abgeschlossen vor über 20 Jahren. Er ist der Vater meiner Kinder. Und wenn er nett ist und sich gut benimmt, ich, wie gesagt, ich bin mit mir im Reinen, mit ihm im Reinen. Kompliment an dich, ich finde das total toll, dass sie das so, so schön machen zusammen. Ja, wir trotzeln uns immer noch gerne, wenn wir uns ab und zu mal sehen. Ne? Mhm. So, obwohl das ja vorbei ist. Mir könnte man ihn heute nackt vom Bauch schneiden. Ich würde laufen, bis er abfällt. Aber trotzdem, ich kann mir auch nicht mehr vorstellen, dass ich diesen Menschen mal über alles geliebt habe. Aber trotzdem, das ist wie ein Bekannter, so, weißt du, mit dem ich schon viel durchgemacht habe und deswegen auch nett sein kann, weil 20 Jahre sind lang. Jetzt dürfen die beiden bloß keine alte Schmutzwäsche waschen. Denn die Hochzeit ist in 21 Tagen. Und die wichtigsten Details sind noch nicht geklärt. Zum Beispiel das Kleid. Das hast du es noch nicht? Oder so viel Preis. Immer noch nicht? Nee. Normalerweise hat man. Ja, aber wir haben ja keine Zeit. Wann haben wir denn alle Zeit? Wir müssen unsere Zeit so einplanen. Sowas muss man sich ja wir Zeit arbeiten nehmen. Alle Vollzeit. Nee, Mandy, sag mal, wie stellst du dir deine Braut vor? Von Haaren bis zu den Schuhen. Also daher, dass sie eine gute Figur hat, kann sie auf jeden Fall was Figurbetontes anziehen. Mhm. Ich denke mal schon irgendwie in so einem Weiß oder Cremefarben, je nachdem, wie das mit dem Motto halt passt. Darf es sexy sein oder eher nicht so? Ich glaube, ihr werdet schon das Richtige auswählen. Also ihr seid ja sowieso alle zusammen wahrscheinlich dort und dementsprechend... Ja, aber wir haben ja auch verschiedene Meinungen. Ne, ja, aber... Ich kann mir das eigentlich so gar nicht vorstellen. Phyllis hat noch eine ganz wichtige Frage an den Vater. Sie will warten, bis die Stimmung wirklich gut ist. Da kommt das Thema Brauttanz gerade recht. Ja, Petra, du müsstest uns noch den Hochzeitstanz beibringen. Ja, das ist auch so. Das ist auch so, wie eine Ehre.
dass man vielleicht am Anfang langsam anfängt und dann so einen Salsa-Rhythmus reinbekommt. Dann müsst ihr eben als Brautpaar richtig Action machen und dann kommen alle dazu und immer mehr und immer mehr und wir werden immer mehr und dann tanzen wir alle Salsa. Aber die alles entscheidende Frage steht noch aus. Wer bringt die Braut zum Altar? Almondi hilft seiner Phyllis auf die Sprünge. Wenn wir jetzt da hinkommen, ich steh schon vorne. Ja. Und du wirst dann von Savasch reingebracht? Oder wie habt ihr euch das vorgestellt? Ich stelle dich dann zum Altar und dann übergebe ich dich dann. Oder? Ja, wollte ich dich quasi fragen, ob du das machen würdest. Ne? Also, weil, ja. Ich mach das auch zum ersten Mal. Ja. Das Älteste, ne? Ja. Ihr Herzenswunsch scheint geklärt. Jetzt endlich könnte Phyllis Vater seiner Tochter zeigen, wie sehr er sie liebt. Mir ist total wichtig, dass mein Papa mich zum Altar bringt, weil er ja mein Leben lang eigentlich nicht für mich da war. Und das ist so eine Möglichkeit für ihn, quasi diesen besonderen Moment mit mir zu teilen, der mir sehr viel bedeutet. Papa Savasch kann jetzt vieles wieder gut machen. Aber Phyllis hat noch Zweifel. Zu oft war er unzuverlässig. Was mir halt bei dir Bedenken gemacht hat, ist halt, weil du ja meintest, du bist vielleicht gar nicht bei der Hochzeit da. Sonst bringe ich sie zum Altar. Du? Ja, klar, ich habe sie auch großgezogen. Fängt jetzt schon an, guck. Nee, aber wir müssen das ja genau wissen. Das ist eine Planung jetzt, das ist wichtig. Natürlich bin ich drauf. Gut. Ja. Und du bleibst sitzen, du Altar. Die Zusage scheint verbindlich. Das Familienessen wird doch noch harmonisch. Ein gutes Signal für die Traumhochzeit. Jetzt kann eigentlich nur noch alles schön werden, ne? Ich denke auch. Wir haben noch so einen kleinen Marathon vor uns, ne? Ja, aber ich denke, wir werden das alles ganz gut meistern. In kürzester Zeit. Wir schaffen das. Sie wollen endlich ihre Liebe krönen. Und gerade sieht es so aus, als könne der Countdown klappen. Die Hochzeit von Fußballreporterin Phyllis Kotsch und ihrem Ex Mr. Germany Almondi Rose ist in 3 Wochen. Doch bislang haben die jungen Eltern weder Location noch Brautkleid. Was war das, haben wir 9 oder 12 Monate vor der Hochzeit? Ach so, ja, bei uns ist das jetzt alles, da kannst 6, du dir 1 bis 3 Monate vor der Hochzeit kannst du dir da irgendwie merken. Heute besichtigt das Paar in Hannover den Expo-Wahl als mögliche Hochzeitslocation. Das Bauwerk stammt aus der Weltausstellung 2000. Phyllis jüngere Schwester Jelis ist dabei und natürlich eine Weddingplanerin. Wollen wir rein? Klar. Ja. Oder wollen wir draußen anfangen? Weil draußen findet ihr dann natürlich bei strahlendem Sonnenschein eure Freitrauung statt. Ja, gerne. Ne? Gerne. Dann lass uns gleich hier rum. Hier sind wir jetzt auf der Expo-Wahlterrasse und hier würde dann auch die freie Trauung stattfinden. Herr Bräutigam, du wartest dann da vorne auf deine Braut. Phyllis, du könntest dann quasi mit dem Brautfahrzeug einmal um den See fahren. Ja. Und dann wirklich direkt hier vorne halten. Wir legen komplett den weißen Teppich. Und du schreitest dann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist ja hier wie bei der Queen oder so. Ja. Ja, finde ich super. Falls es regnen sollte, können wir aber zur Not die freie Trauung auch im Innenbereich aufbauen, dann im OG. Mhm. Hier soll Phyllis ihrem Liebsten das Ja-Wort geben. Dafür müsste aber auch drinnen alles gefallen. So, und hier sind wir jetzt auf der sogenannten Seeebene. Für eure geplante Personenanzahl von ca. 80 bis 90 Personen bietet sich das ideal an. Klassisch zwischen den 2 Säulen dort vorne wird das DJ-Pult platziert und drumherum, vorher würden wir natürlich eine Tanzfläche gestalten und dann drumherum würden wir dann die Tafeln ziehen. Da habe ich ja auch schon mal den Bestuhlungsplan für euch gezeichnet. Unter der Treppe kann man immer noch toll mit einer Candybar oder ähnlichem arbeiten. Dort vorne haben wir die Bar. Da hinten ist der Rückstau vom Catering, das heißt von der finalen Zubereitung der Speisen bekommt ihr auch nichts mit. Und draußen ist dann das Zelt aufgebaut mit dem Barbecue. Ja, das war informativ. Ich glaube, diese Kombination von modern und mit diesem Holz, das kann was ganz Tolles werden. Ja, ist also die perfekte Location eigentlich für das Thema. Ich war ein bisschen skeptisch, was das Ganze angeht, aber man hat gesehen, ich kann mich wieder auf Kim verlassen. Ihr seid für die Location auf jeden Fall, ne? Ich finde sie gut. Ja. Also. Ein Problem ist gelöst, aber die größte Baustelle wartet noch. In Hannover kauft Familie Kotsch heute ein Brautkleid. Oh, bist du auch schon mal aufgeregt? Ja, ich freue mich schon.
Phyllis' Schwiegermutter, Mama Andrea, Schwester Jellis und sogar Phyllis' Oma sind gekommen, um das perfekte Kleid für die schöne Braut auszusuchen. Na, bist du schon lange da? Ja, schön, dass ihr da seid. Ja, gerne. Also ich bin aufgeregt, ich weiß nicht, wie es euch geht. Also wird schon komisch sein, gleich mal so ein Hochzeitskleid anzuziehen. Also wer braucht, ich habe, ne? Ja, wir sind gespannt. Das Kleid ist eigentlich das Wichtigste der ganzen Hochzeit. Weil Phyllis kommt rein und dann sind alle Augen auf sie gerichtet. Und ja, Gänsehaut schon. Und, ja. Bereit? Hier kommt die Braut. Wow. Ich finde das auch schön. Das ist echt super schön. Ich finde das offen und so, ich finde das toll. Ich mag das. Sieht der Hammer aus, aber das finde ich für eine Hochzeit. Nein, so doch. Also das nein, ich finde den Ausschnitt finde ich schön. Aber hier finde ich es zu viel am Hals. Ja. Ich finde es echt schön. Und also ich finde, das passt auch total gut zum Thema. Und ich weiß genau, Moni wird das lieben. Das findet er super, auch wenn es ausgeschnitten ist. Also wenn sie jetzt auf eine Party geht, dann sehe ich sie da drin. Aber für ihre Hochzeit sehe ich es nicht. Aber es gibt ja noch jede Menge Auswahl. Als Phyllis' Mutter sie in diesem Kleid sieht, ist sie gerührt. Also ich finde es am besten. Das ich ist auch. Perfekt. Das ja. Der Ausschnitt ist schön. Ja. Das ist perfekt. Total Hammer. Das ist schön, das hat eine Eleganz und ist trotzdem sexy. Also das würde ich auch anziehen. Ja, das würde dir auch stehen. Ich finde das auch super schön. Das ist halt sehr figurbetont, ne? Ja. Ich glaube, da fallen man die eher die Augen aus als bei dem Ausschnitt. Doch dann geht der Vorhang ein drittes Mal auf. Dieser Traum in Weiß scheint wie maßgeschneidert für die Modelfigur der Ex-Fußballerin. Also das ist wirklich, ja? Ja. Also ich fühle mich auch sehr wohl und das ist auch angenehm vom Tragen. Hallo. Das ist jetzt auch so gut, ne? Welches fandet ihr dann am besten von all denen, die ihr jetzt gesehen habt? Wo seht ihr mich am meisten drin? Das. Blumenkranz und Schleier machen dieses Traumkleid perfekt. Bei den Frauen fließen jetzt Tränen. Also dann ist das das Kleid? Also wenn du das auch schön findest. Ja. Ich glaube, ich habe mein Kleid gefunden. Also ich bin immer noch traurig darüber, dass ich, das erste fand ich auch toll, wo alle meinten, zu viel Aufschnitt und so. Ich glaube, am Ende ist das hier wirklich eleganter. Aber ich bin auch froh, dass ich, klar, ich muss mich wohlfühlen, aber ich bin froh, dass die jetzt auch glücklich sind. Schön wie Schneewittchen. Am Kleid kann die Traumhochzeit nicht mehr scheitern. Hannover. In einer Woche wollen Ex-Fußballerin Phyllis Kotsch und ihr Almondi heiraten, aber beide können nicht tanzen. Almondis Mama Petra will dem Paar helfen. Meine Mutter kann das schon echt ganz gut mit dem Tanzen. Sie versucht mich auch schon immer hier mit herzuholen, aber irgendwie finde ich die Zeit nicht. Ich glaube, ich bin froh, wenn wir so einen Standard-Tanzschritt hinbekommen. Also ich glaube, zeittechnisch wird es nichts mit jetzt groß akrobatischen Übungen oder so. Ein privater Salsa-Crashkurs soll's richten. Tanzlehrer Emil ist ein Freund der Familie. Zusammen mit Almondis Mutter will er den Tanzsorgenkindern auf die Sprünge helfen. Jetzt müsst ihr nur sagen, was habt ihr euch denn gedacht? Was könnten wir denn machen? Habt ihr vielleicht auch schon Ideen mitgebracht? Also ich habe noch gar nichts gedacht. Ich habe gar keine Ahnung, wie man das angeht oder so. Hast du dir Gedanken gemacht? Ja, ich würde sagen, auch so ein bisschen romantisch und dann aber so ein bisschen peppiger, dass wir die anderen Leute dann animieren können und sagen können, ja, kommt alle mit auf die Tanzfläche irgendwie. Und dass alle, wow, wir wollen alle zu euch auf die Tanzfläche und wir wollen alle eure Liebe spüren und leben. Ich glaube, das ist das Beste. Ich glaube, ihr solltet das machen. Aber wir fangen jetzt mal an. Und dann gucken wir, wie es läuft. Vielleicht Ed Sheeran. Perfekt. Also ich habe ja gar keine Ahnung, was das jetzt ist mit Ed Sheeran? Ja, da laufe ich doch auch zu ein. Ja, ich muss die Musik hören. Ich kann, also ich Namen und Name, okay. Ich brauche die Musik dazu. Keine Ahnung. Okay. Okay.
Oh je, da ist noch viel zu tun. Und die Hochzeit ist schon in einer Woche. Ex-Mr. Germany Almondi wirkt noch ganz schön steif in der Hüfte. Du musst mal warten, bis ich dich in den Arm hochgemacht habe und du dich dann drehst. Okay. Ja, du musst hören, was der Mann sagt. Wenn du beim Salzer tanzen, egal was du machst beim Tanzen, ist der Mann der Chef, weil der gibt an, wo du hin musst. Hast du gehört, ja? Okay. And one, two, three, tap. Phyllis ist ein Tanznaturtalent. Ihr künftiger Ehemann setzt auf Show-Einlagen. Sehr gut. Für ein bisschen Training werden wir das auf jeden Fall hinbekommen, denke ich mal. Ich bin da optimistisch. Es war sehr lustig auf jeden Fall. Ja, aber auch Trainer, Mama, Emil, ja. Vielen lieben Dank nochmal. Reicht diese eine Stunde für den Brauttanz? In Hannover sagen Phyllis Kotsch und Almondi Rose endlich ja. In gerade mal 3 Wochen haben sie mit Hilfe einer Weddingplanerin ihre Hochzeit organisiert. Tanzkurs, Kleid und Frisur, alles steht. Einzige Unsicherheit, der wankelmütige Papa Savasch. Beim Probedinner hat er noch fest zugesagt. Mir ist total wichtig, dass mein Papa mich zum Altar bringt, weil er ja mein Leben lang eigentlich nicht für mich da war. Und das ist so eine Möglichkeit für ihn, quasi diesen besonderen Moment mit mir zu teilen, der mir sehr viel bedeutet. Phyllis will sich in einem Hotel für die Trauung vorbereiten. Immer dabei ihre Mutter Andrea und ihre Tochter Bella Sky. Keiner ahnt, dass die Stimmung gleich kippen wird. Also irgendwie weiß ich, glaube ich, noch nicht wirklich, was mich gerade erwartet. Ich bin mega aufgeregt, konnte kaum schlafen. Im Hotelzimmer erfährt Phyllis etwas, das sie völlig aus dem Gleichgewicht bringt. Die Braut ist schwer enttäuscht. Eigentlich hat Papa ja gesagt, er wäre da bei der Hochzeit und würde mich zum Altar führen. Ja, er hat mir jetzt geschrieben, dass er nicht da sein wird. Auch ein Schock für Phyllis Mutter. Der Vater lässt seine Tochter im Stich. Noch vor 3 Wochen versucht die Familie, ihn auf eine Zusage festzunageln. Der Fußballprofi und Spielerberater sagt zu. Wir müssen das ja genau wissen. Das ist eine Planung jetzt, das ist wichtig. Ja, natürlich bin ich da, wenn nichts. Wenn nichts Schlimmes also passiert oder so, natürlich bin ich da. Dich an deinem Tag der Hochzeit so im Stich zu lassen irgendwie. Ich finde das so erbärmlich und unterirdisch, weil wenigstens einmal in deinem Leben hättest du dich ja mal auf ihn verlassen können. Dann hätte er ja wenigstens ein bisschen Größe gezeigt, ne? Aber dass das so ist, also macht mich echt sprachlos. Also die Absage kam ja per Sprachnotiz. Und da hat er halt drin gesagt, ich soll nicht böse auf ihn sein. Er hätte nun mal ein wichtiges Fußballspiel in der Türkei. Also alleine, das ist so, als ob, keine Ahnung, weiß ich nicht, ein wichtiges Fußballspiel in der Türkei, hallo? Ich meine, ich heirate nur einmal im Leben. Wer mich, also wer seine Prioritäten so setzt, ne, der hat es dann auch nicht verdient, irgendwie Teil meines Lebens zu sein. Und deswegen werde ich auch meine Schlüsse daraus ziehen. Auch Bräutigam Almondi kommt im Hotel an. Er hat die schlechten Neuigkeiten schon gehört und ist stinksauer. Es sollte der schönste Tag für ihn und seine Liebste werden, eigentlich. Die Absage von ihrem Vater, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich geschockt. Ne? Weil das ist für Phyllis und für mich so der wichtigste Tag. Ich weiß, dass es für Phyllis sehr wichtig war, dass er kommt, dass er sie zum Altar führt. Und damit hat sie sich so, schon sowieso selbst überwunden. Ich darf mir darüber eigentlich keine Meinung bilden, aber ich werde es trotzdem tun und ich finde das eine Sauerei. Also schlimmer kann man das nicht machen. Krisenstimmung bei den Kotschs. Wer soll Phyllis jetzt zum Traualtar führen? Ich denke, das sollte aber alles irgendwie so sein. Ehre bekommt der, dem Ehre gebührt. Und in dem Fall würde ich mich freuen, wenn du jetzt diesen Part übernimmst, Mama. Weil es war ja eigentlich von Anfang an mein Wunsch, mein Traum. Und es war ja nur... Ne? Selbstverständlich, sehr gerne. Klar mache ich das. Ich habe dich ja schließlich auch großgezogen, war ja, Mutter und Vater. Und eigentlich habe ich mir von Anfang an gedacht, ihm gebührt das gar nicht so richtig, sondern mir. So, weil das mein stolzester Tag ja mit mir. Oma mag das. So. Ja, für mich war es halt so eine Sache, er war so selten da im Leben für mich. Und ich dachte, okay, ne, ich heirate nur einmal im Leben, hat er halt diese eine Chance noch, um Teil von meiner Hochzeit zu sein. Aber das hat mir schon wieder gezeigt, dass
man immer auf sein Herz hören soll und dann gleich von Anfang an das auch so machen soll, wie man es eigentlich machen wollte, weil du, wie gesagt, Mama und Papa in einer Person warst mein Leben lang. Hier halten die Frauen zusammen. Und ihre Mutter hat für Phyllis noch eine besondere Überraschung. Also es gibt ja Hochzeitsbräuche und ich habe gedacht, ich gebe dir was Gebrauchtes. Und weil du die Perlen ja auch gerne magst und die zu deinem Hochzeitskleid passen, wäre ich stolz, würdest du sie tragen. Ja, gerne. Dankeschön. Ja, bitte. Ein Familienerbstück. Ein besonderes Geschenk an einem besonderen Tag. 2 Stockwerke tiefer. Ex-Mr. Germany Almondi Rose wird heute nach 6 gemeinsamen Jahren seine Traumfrau heiraten. Rolf, ein Herrenausstatter und Bekannter von Almondi, hilft ihm bei der Vorbereitung. Der Anzug maßgeschneidert, die Stimmung Ruhe vorm Sturm. Jetzt kann es nur noch besser werden, oder? In Hannover sagen gleich Phyllis und Almondi ja. Jetzt erst recht. Der Brautvater hat in letzter Minute abgesagt. Jetzt sind alle wild entschlossen, trotzdem zu feiern. Ich bin so langsam echt aufgeregt, weil jetzt sind so die letzten Minuten, die irgendwie ja, auf uns zukommen. Ich freue mich, wenn die Braut kommt. Ich hoffe, dass sie nicht abgehauen ist. Aber Phyllis ist ja nicht wie ihr Vater. Der hat sie sitzen gelassen bei ihrer eigenen Hochzeit. Jetzt führt Mama Andrea die Braut zum Bräutigam. Und dann fließen die Tränen. Stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. Oh, baby, I'm dancing in the dark. Die Traurednerin hat ihre Ansprache schon vor Wochen geschrieben. Ihre Worte treffen den Nagel auf den Kopf. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Es ist nicht nur der Taufspruch eurer kleinen Bella, sondern in allererster Linie euer Lebensmotto. Und dieses Lebensmotto wollt ihr heute vor euren Lieblingsmenschen bekräftigen. Für die Trauung haben sich Phyllis und Almondi eine besondere Geste einfallen lassen. Die Eheringe sind in einem Eiswürfel eingefroren. Erst durch die Berührung der warmen Hände aller Gäste taut das Eis. Die Ringe darf dann die 2-jährige Bella zu ihren Eltern tragen. Ein Moment, der alle zu Tränen rührt. Ich finde, wir haben eigentlich schon das schönste Symbol unserer Liebe auf die Welt gebracht. Und das ist Bella. Durch unsere Liebe ist halt neues Leben entstanden. Und etwas Schöneres könnte es für mich nicht geben. Ich kann mir keinen besseren Vater für Bella vorstellen. Ich möchte immer an deiner Seite sein und dir überall helfen. Ich liebe dich und danke, dass du an meiner Seite bist und ich auch so eine tolle Familie mit anheirate. Möchtest du, lieber Almondi, deiner Phyllis ein liebevoller Ehemann sein? Sie lieben, achten und ehren bis ans Ende eurer Liebe, dann antworte mit einem klaren Ja. Ja. Und Phyllis, möchtest du deinem Ehemann Almondi eine liebevolle Ehefrau sein, eure Liebe an erster Stelle stellen, ihn lieben, achten und ehren an allen Tagen eurer Liebe, dann antworte auch du mit einem deutlichen Ja. Ja. Also ich war nur am Heulen, musste mich so zusammenreißen und stand dann da nur so. Mondi auch, die ganze Zeit Mund nach oben. Also es war schon sehr schön. Die Liebe hat gesiegt. Auch wenn alles anders kam als geplant, ist dieses Fest für die kleine Familie ein glücklicher Neuanfang. Super schön. Also ich
hätte nicht gedacht, dass ich so viel heulen muss, aber jetzt wird gefeiert. Das ist schließlich kein Trauertag, sondern echt der schönste Tag mit meines Lebens nach der Geburt von Bella. Ja, alles richtig gemacht. Alles richtig? Da fehlt doch noch was. Der Hochzeitstanz. Im Schnellverfahren sollte aus dem Tanzmuffel Almondi ein Salsa-Track werden. Und nach dem schlimmen Start in den Tag wird auch das perfekt. Familienglück, Grillbuffet, Hochzeitstorte, Fotostudio. Alles ist da und alles ist pünktlich. In nur 3 Wochen haben Phyllis und Almondi ein perfektes Fest auf die Beine gestellt. Zum Abschluss eine Überraschung der besten Freunde. Ein Feuerwerk für das frisch gebackene Ehepaar. Ich habe ja immer schon irgendwie so eine Vorstellung von meiner Traumhochzeit gehabt, aber das hat alles getoppt heute. Ein Sieg der Liebe, ein Neustart in ein gemeinsames Leben, in dem nur die zählen, die es verdienen.